Ja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder der Benny von den Turbo Buddies zu einem neuen Campstrike mit jeder Waffe. Heute habt ihr im Hintergrund hier die K7. Es spielt natürlich von mir frei für alle auf der Map Raid, nicht auf der Map Raid, das verwechseln immer viele. Es hört sich ja ziemlich ähnlich an, aber die Map heißt Raid, ist eine Art Schneemap, ziemlich klein, eine der kleinsten Maps in Call of Duty Ghost. Ja, ich habe hier die K7 mit der K7, die Waffe, die K7 hat der standardmäßigen Schalldämpfer drauf und ich habe dann noch die erweiterten Magazine dazu gepackt, weil ich das einfach liebe, wenn man da einfach mehr Gegner umgehen kann und man muss sich nicht immer Sorgen machen, dass eventuell doch die Munition leer ist. Dann hatte ich noch den Griff vorne drauf, um einfach den Rückstoß ein bisschen zu vermindern. Die Waffe hatte doch schon einen ganz ordentlichen Rückstoß, weil mit dem Griff kann man den dann ganz einfach kontrollieren. Ich habe hier natürlich wieder mit dem Spezialisten-Package gezockt, also dass ich einfach mehr Perks freischalte und nur mit zwei Perks, um einfach schneller den Spezialisten-Bonus zu erreichen, denn wenn man nur zwei Perks mit hat, dann erreicht man den Spezialisten-Bonus einfach früher. Das heißt, man hat schneller mehr Perks zur Verfügung. Was ich da jetzt genau für Perks dabei hatte, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht sagen. Ich glaube, ich habe Stalker dabei, das ist einfach das Perk, das ich so gut wie bei fast jeder Klasse dabei habe, dass man sich einfach viel schneller in der Zielvorrichtung bewegen kann. Da ist einfach wichtig ist in Call of Duty Ghost, dass man meistens wirklich darauf vorbereitet ist, einfach, dass man vorbereitet ist, dass von der einen oder der anderen Seite wirklich gerade ein Gegner kommt. Ja, hier war ich gerade ein bisschen defensiv unterwegs, weil ich war doch ganz offensiv unterwegs. Das war jetzt nur hier im Moment, aber ich bin dann trotzdem irgendwie über die ganze Map mal gerusht und habe da die ein oder anderen Gegner schön weggeholt. Meiner Meinung nach und auch der Meinung von Haubner nach und ich habe auch schon von vielen anderen Leuten gehört, dass sie die K7 richtig gut finden und deshalb können wir, glaube ich, jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, was ist denn jetzt die beste SMG und ich glaube, man kann es fast eindeutig sagen, das ist einfach die K7, die Ämter finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber ist nicht ganz so geil wie die K7, die geht einfach so richtig ab mit dem eingebauten Schalldämpfer. Die schlechteste finde ich da fast die Bison und ich hasse ich einfach wirklich. Die ist einfach so abscheulich, die Vector ist auch ganz gut, diese CBJ oder die kleine Waffe, diese Mini-Uzi, was das auf die Art ist, heißt, finde ich jetzt auch nicht ganz so stark, aber besser als die Bison, aber die K7, die räumt so richtig ab, ey. Die finde ich so richtig stark. Und ja, ich wollte heute auch noch übrigens ein geiles Thema ansprechen, ein geiles Thema in der Hinsicht, dass es einfach abgefuckt ist. Sterbt in Call of Duty Ghost eigentlich auch so oft durch One-Shots oder durch Two-Shots oder so ein Bullshit, denn, ja, ich finde das so kacke, teilweise wirklich. Ich laufe am Neck herum, ich bekomme einen Hit und ich bin tot. Ich sehe mir die Killcam an und was passiert wirklich? Der gibt mir einen Hit, ich habe Full Health, bin nicht angeschossen und der gibt mir einfach einen One-Hit und ich bin tot. Ich verstehe es einfach nicht. Das passiert mir teilweise so oft und auch ein Two-Hit oder so, obwohl das teilweise ja fast Legend ist, weil die dann mit einer AK-12 auf kurze Distanz zocken oder mit einer Honey Badger bekommen einen Lucky Headshot. Durch den Headshot-Multiplikator machen sie dann tatsächlich einen Two-Shot. Aber es passiert auch anders in gewisser Weise, dass die wirklich einfach mir zweimal in die Brust schießen und ich gehe down. Ich verstehe es einfach nicht, warum geht ja euch eigentlich da draußen auch so. Das finde ich einfach so wirklich irre komisch und ja, teilweise bin ich da auf guten Streaks und dann guckt ganz kurz mal irgendwo ein Teil von meines Körpers irgendwo hervor und dann gibt mir die einfach Two-Shot oder so und ich bin einfach down oder wie gesagt One-Shot. Ganz krass finde ich das bei der MSBS, genau, diese 3 Bursts, diese 3 Burst-Waffe, das Sturmgewehr. Alter, wenn ich da wirklich von der Waffe getötet werde, ich glaube einmal, dass mich ein Sniper holt, der gibt mir einfach einen klassischen One-Burst, der tschack, bam, und du bist tot. Ich denke immer, das ist ein Sniper, der mich killt, und du bist einfach instant tot. Ich sehe mir die Killcam an und dann denke ich mir aber, alter, fuck you, einfach mit der behinderten Waffe, du bekommst einfach einen verdammten One-Burst und du bist down. Du fällst einfach instant um, du hast keine, wirklich, überhaupt keine Chance, dass du darauf reagierst. Und das finde ich teilweise echt kacke. Wie geht's euch eigentlich so mit den One-Shots und Two-Shots oder so? Das verstehe ich teilweise echt überhaupt nicht und das nervt. Aber wie gesagt, mir gefällt das Game eigentlich prinzipiell gut, aber das sind immer ein paar so Sachen, die mich einfach total abfucken. Heute hatte ich zum Beispiel mit der Elzert eine schöne 20er-Streak und was passiert? Er gibt mir Two-Shot, echt. Das ist einfach so zum Kotzen ab und zu mal, wenn du wirklich auf hohe Streaks bist und dann geben dir die Leute einfach One-Shot oder Two-Shots. Bei den Marksman-Rifle finde ich das ja ganz übel, echt wirklich. Also mit einem Marksman-Rifle, da fällst du einfach tatsächlich mit zwei Schüsse um und das Geile ist, ich habe mit der SFU, glaube ich, heute mal in Frei für alle gezockt, wenn du da jemanden einen Headshot gibst, der fällt instant um, der hat, glaube ich, bei den Marksman-Rifle einen so guten Headshot-Multiplikator und ja, durch den hohen Schaden, du machst die Leute einfach per One-Shot, per Headshot down, das ist krass mit einer Marksman-Rifle, wirklich, wo du so eine hohe Feuerrate hast und ja. Jedenfalls, das wollte ich mal ansprechen. Im Hintergrund seht ihr jetzt den Camstreak. Jetzt bin ich den einen noch am Trollen, da ich einfach ja, die Camstreak noch zünden wollte. Und wenn ich den gekillt hätte, ich habe schon 29 Kills gehabt, wäre es nicht mehr zur Camstreak gekommen. Und deshalb habe ich den da ein bisschen getrollt. Und ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Ich würde sagen, meine ganz nette spielte Camstreak auf frei für alle.
war auf beiden Seiten unterwegs, also nicht zu arg patrouilliert und gecampt. Und ja, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr so von diesen One-Shots und Two-Shots hält, oder ob es euch auch so geht wie mir da teilweise, was ihr so von der MSBS hält, von der Burstwaffe. Und in diesem Sinne, Video bewerten, wenn wir nicht vergessen. Ciao, servus, haut rein!